Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Fahrlab Horse Racing Challenge. So, wir gucken gleich als erstes wieder nach den Stütchen, die wir neu gezüchtet haben. Wie lange dauert es hier noch, bis wir wieder was einsammeln können beim Income? 35 Sekunden, komm, wir sammeln einfach jetzt schon ein. Ich habe immer noch nicht das Futter bekommen, was ich bräuchte, die goldene Uhr. Leider nicht, leider gar nicht. Warte mal, wann aktualisiert sich der Markt? In 6 Minuten, okay. Ja, gucken wir erstmal nach den neuen Fohlen. Habe ich jetzt eigentlich noch 2 Boxen frei? Ja, ne? Müsste ich eigentlich. Jo, genau. 2 Stück sind noch offen. Dann gucken wir doch jetzt mal. Unser Stütchen der letzten Folge ist jetzt zum ersten Mal frisch gebackene Mami. Und wir haben wieder einen braunen, aber diesmal mal mit einem interessanten Beinabzeichen. Finde ich eigentlich ganz süß. Prince Darkness passt halt überhaupt nicht zu einer Stute. Christmas Peace. Hä, süß. Reckless Queen hätte ich eigentlich lassen können. Naja, gut. Brain Crush. Das klingt schmerzhaft. Was machen wir denn mal? Fearless Brain, Drifting Day. Drifting Day ist auch ganz cool, aber es klingt eigentlich auch eher nach einem Hengst, finde ich. Perfect Gadget. Finde ich eigentlich ganz süß, aber ob sie bleibt, das weiß ich noch nicht genau. So, und Summer Surprise? Full House. Ach, guck, weil ich jetzt so viele Stallungen voll habe. Das ist auch eine sehr, sehr schöne Farbe eigentlich. Anna's Holiday. Holiday finde ich schon mal ganz cool. Nimm. Was könnten wir denn mal machen? Style Storm. Hilarious City. Ach, guck mal, da war Poltergeist eben drin. Monday Legend finde ich eigentlich auch ganz süß. Wobei ich nicht weiß, welche mich jetzt verlässt. Hat dieselbe Farbe wie Popcorn, ne? Popcorn. Miracle haben wir auch noch, mit der sind wir aber auch noch nie in Rennen geritten. Ich bin jetzt schon häufiger gefragt worden, ach guck mal, Just Fortune haben wir auch noch in der Farbe. Die finde ich halt aber doch noch einen Ticken schöner als Monday Legend. Ich bin jetzt oft gefragt worden, warte mal, wegen dem Verkaufen muss ich mal noch gucken, warum ich so viele Pferde habe, die ich nie reite. Tatsächlich habe ich viele Pferde nur in der Hoffnung auf eine bessere Farbe oder auf eine andere Farbe. So, sell a horse with speed stat of 65 or above, okay. Lass uns mal kurz gucken, was wir gerade für, nein, nicht da, was wir für Hengste hier drin haben. War der nicht eben schon drin, Striped Owner? Ja, in 2 Minuten, kommt da wieder was Neues bei rum. Das ist halt der Grund. Ich habe die deswegen, aber ich denke mal, sie würde ich dann doch jetzt eher verkaufen. Sie ist echt hübsch, ja, aber ich hatte sie ja eigentlich nur, um eine Special-Farbe noch zu züchten, weil ein Stufe 4 Pferd, das brauche ich eigentlich nicht mehr auf. Da brauche ich eigentlich nicht mehr eine Box für reservieren. Painted Mirror, ja, ich weiß nicht, ob der bleiben soll. Und dann müsste ich ja noch ein Pferd verkaufen, was 65 hat vom Speedstat. Dann lass uns doch mal gucken bei Monday Legend.
ob wir sie da schnell drauf kriegen. 64, einmal noch, das reicht. Dann könnten wir sie verkaufen. Dann würde ich sie nämlich eher verkaufen, weil ich glaube, ich würde dann eher Just Fortune drin lassen. Die finde ich eigentlich interessanter vom Aussehen her. Ja, dann verkaufen wir sie. Und dann haben wir nämlich eine weitere Aufgabe abgeschlossen. Weil da gehe ich jetzt momentan eigentlich wirklich großteils nach. So. Zack. Und ein weiterer glücklicher Käufer. Unser Zuchtbetrieb kommt langsam in Fahrt. Wir kommen dafür nochmal zu 210 Erfahrungspunkte. Jetzt müssen wir immer noch diese Sprintfutter müssen wir gewinnen, zweimal. Wir haben noch gar keins gewonnen. Gut, ist das das Silberne oder ist das das Goldene? Das ist das Goldene. Das heißt, wir müssen dafür die höheren Rennen reiten, ne? Dann lasst uns heute mal so ein bisschen nutzen, die Zeit, um weitere Rennen freizuschalten. Guck mal, jetzt können wir da einmal for free. Wave Seeker, der ist echt so hübsch. Aber die beiden Fünfer, die sind halt einfach braun, ne? Sind halt ganz normale Braune. Was können wir denn hier freischalten? Race 3. Wir müssen Rennen 3 zweimal gewinnen. Sind auch wieder 3000 Meter. Das ist natürlich wieder eine mega lange Strecke. Sorry, aber wenn ich so eine lange Strecke habe und Keys Number ist hier nicht overcapped, also er wird nicht runtergerankt, er kriegt kein Handicap. Wenn ihr so eine lange Strecke habt, dann möchte ich eigentlich ganz gerne ein Pferd haben, mit dem ich mich persönlich wohlfühle. Und ich muss einfach sagen, ich fühle mich mit Keys Number auf der Strecke wohler als mit Glorious Masquerade. Weil Glorious Masquerade halt eher so ein bisschen ganz gerne mal von hinten dran läuft und dann halt wirklich eher auf die Zielgeraden noch alles aus sich rausholt, weil er eher der geborene Sprinter ist und Keys Number geht halt gerne von vorn. Und das ist... Das beruhigt mich so ein bisschen, wenn ich ein Pferd habe, was gerne vorne ist, weil ich da dann gut Sprintenergie aufbauen kann. Und es ist halt einfach angenehmer. So einen schönen Buckskin wie der hinter mir, hätte ich auch mal gerne. Ich habe ja jetzt schon so cremige Pferde, aber das sind ja noch keine Buckskins. Die haben ja alle dann auch eine cremige Mähne, aber es sind trotzdem keine Palominos, ne? Der drückt mich einfach weg, der Sack. Ja, glaube ich das denn? Ich glaube, ich spinne. Hallo? Ich kann gar nicht mehr nach innen lenken. Was seid ihr denn für Säcke? Das ist ja mal richtig nervig. Ja, guck mal, jetzt komme ich nämlich nicht mehr hinterher. Jetzt zieht der auch noch weg. Dann muss ich mal gucken, dass ich jetzt mal sprinte, in der Hoffnung, dass ich das wieder aufgebaut kriege. Krass! Guck mal, die ziehen mir einfach weg da vorne. Ich komme nicht hinterher. Nocturnal Neck, gaining momentum and flying through.
Pump tactic, moving right on the outside. Putting in a strong bid with Key's number. Nee, das Rennen kann ich vergessen. Ich habe keine Sprintenergie und es sind quasi alle Pferde vor mir. Ich weiß noch nicht, warum. Warum haben die so krass zugelegt auf einmal an Tempo? Und wie konnten die mich so krass wegdrücken? So schnell kriege ich doch jetzt die Sprintenergie nicht mehr aufgebaut, oder? Kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Boah, das Pferd neben mir ist auch mega hübsch. Nee, also das war es überhaupt nicht. Das war es jetzt gar nicht, Platz 9. Also ich bin null hinterhergekommen, das ganze Rennen über. I don't know, ich weiß nicht, was hier mein Fehler gewesen ist. 2000 Meter, das ist mir lieber. Ich kann den auf 22 schon trainieren, echt? Dann lasst mich doch mal ganz kurz gucken. Ach nee, hier. Geht noch nicht. Dafür muss ich das erst upgraden. Wir versuchen es einfach nochmal. Und der ist auf 16. Guck mal, mit den Werten brauche ich das gar nicht erst versuchen. Ich reite hier wieder ihn und ich werde auch wieder wetten. Vielleicht klappt es ja diesmal. So, schauen wir mal, wie es jetzt läuft. Ich weiß es nicht, ob das daran liegt, dass das einfach nicht seine Distanz ist, ob sich das auch so ein bisschen noch darauf auswirkt. Wahrscheinlich irgendwelche Auswirkungen muss es ja haben. Was das Pferd gerne für einen Boden hat, was das Pferd gerne für eine Distanz hat. Irgendwas muss es ja bewirken. Ich werde jetzt nicht abbremsen, weil wenn die gleich wieder rankommen, dann kommt die Zone schon von alleine hinterher. Und selbst wenn sie nicht aufschließen, dann habe ich trotzdem nach 1,5 weiteren Kilometern die Sprintanzeige voll. Daydream Dolphin, das ist auch ein süßer Name eigentlich. Das würde ich aber, glaube ich, eher einem grauen Pferd geben oder einem schwarzen oder einem weißen. Irgendwas in der Richtung, aber einem braunen Pferd, glaube ich, eher weniger. So, nicht, dass die jetzt gleich wieder hinterherkommen auf einmal und dann ziehen die mich wieder ab. Ich nutze lieber immer einmal die Sprintenergie, wenn sie voll ist. Und ich habe keinen Bock, gleich wieder in Grund und Boden gerannt zu werden. Cappuccino? Cappuccino geht? Boah, nice. Dann bekommt bei mir mal irgendwann so ein cremiges Pferd so einen Namen. It's on now, folks. Blue Black Veil traveling off the fence. As they straighten for home, it's Key's number. Slipper Hurricane in second. Blue Black Veil jockeying for position. Key's number gets the mark. Slipper Hurricane in second. Third at the line. Blue Black Veil. Diesmal lief das doch wieder. Habe ich gerade zweimal das Futter bekommen, was ich brauche? Nein. Sprintfutter. Wie sieht das denn aus?
Das ist das Speedfutter. Wie sieht denn das Sprintfutter gerade aus? Ich bin etwas verwirrt gerade. Ist das die Uhr? Ja, das ist die Uhr. Also, ich habe was von dem Futter, so ist es nicht, aber das reicht ja nicht. Das reicht ja nicht, ich muss es ja gewinnen. Blöd. Das ist echt blöd. So, ich möchte nochmal gerne die Hengste refreshen. Zombie Watch. Es sind halt auch irgendwie alles wieder so dieselben, ne? Ich komme halt irgendwie nicht an besondere Pferde mal ran. Yus Burrito, Gott, was ein Name. Aber der ist schon eigentlich wieder recht süß. Aber guck mal, da ist auch wieder viel von dem Braun drin. Es sind auch wieder nur zwei Braune. Hier auch. Guck mal, ich würde auch gerne mal einen Apfelschimmel züchten. Guck mal, der ist doch wenigstens mal schick. Dann decken wir mal, lassen wir Midnight Whisper von decken und Summer Surprise auch nochmal. Machen wir jetzt einfach mal mehr. Schief gehen kann es ja nicht. Okay, ihr Lieben, was wir da aber für Fohlen rausbekommen, das sehen wir dann in der nächsten Folge, hätte ich gesagt. Ich würde dann nächste Folge auch entscheiden, ob wir Perfect Gadget verkaufen oder behalten. Momentan tendiere ich tatsächlich eher zum Verkaufen, aber das werden wir dann schon noch rausfinden. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!